Habe die Ehre und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Unser Bauunternehmen geht weiter. Genau, ich habe hier jetzt mich tatsächlich für eine Brücke entschieden. Sieht einfach nicer aus, finde ich. Bisschen hoch ist sie vielleicht geworden, aber schon akzeptabel, würde ich sagen. Hübschen wir uns das Ganze hier gerade noch ein bisschen auf. Einfach alles ein bisschen angleichen mit dem Geländetool hier. Und dann schaut es auch nach was aus. Und ich glaube, ich habe auch schon eine ganz passable Lösung für meine Güterverkehr-Idee gefunden. So, hier konnte ich auch noch eine Straße ziehen. Das Einzige, was mir halt echt nicht so gut gefällt, ist, dass die einfach so abrupt aufhört. Also wie gesagt, liebe Urban Games Leute, es wäre echt super cool, wenn ihr noch Parkplätze implementieren könntet. So, reicht fürs Erste. Und zwar bezüglich Güterverkehr, hier ist ja schon eine Station. Und ich habe es in der letzten Folge erwähnt, ich hätte gerne einfach hier so ein bisschen Verkehr. Einfach, dass so eine Rangierlok hin und her fährt, damit hier einfach ein bisschen was passiert. Kürzeste Bahnstrecklänge 80 Meter. Also man könnte das hier schon irgendwie mit einfügen. So fände ich jetzt nicht so schlimm. An den Rand hier möchte ich es eigentlich nicht hinbauen. Dann sieht das so ein bisschen verloren aus, wenn hier der Zug nur außen immer entlang fährt. Sondern ich hätte schon ganz gerne, dass irgendwo mitten aus diesem Rangierbahnhof halt ab und zu mal ein Zug rausfährt. Man kann die ja, glaube ich, auch eine gewisse Zeit warten lassen, sodass der nicht ständig nur stupide hin und her fährt mit leerer Ladung. So, schauen wir mal. Ich könnte es natürlich auch hier direkt hinsetzen, dann habe ich auch direkt die Straßenanbindung. Die brauche ich ja sowieso. Bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich angebunden sein müssen, um zu funktionieren, aber ich glaube schon. Deswegen würde ich sagen, wenn wir den hier irgendwie so hinflanschen können, dann wäre das schon nicht so schlecht. Und dann muss ich wahrscheinlich auch hier gar keine Schienen abreißen. Schauen wir uns das gerade mal an. Das kommt weg, das kommt weg. Sehr schön, also den kriegen wir hier auf jeden Fall unter. Muss ich nur darauf achten, dass das auch wirklich alles eben ist. Ich glaube, da muss ich hier gerade noch mal ein bisschen basteln. Ich will hier einfach keinen Höhenunterschied haben, sondern das soll tatsächlich alles in der Ebene sein. Ziehen wir es vielleicht noch ein ganz kleines Stück weiter raus. Bloß, damit wir auf der sicheren Seite sind. Verstehst? So. Ob die Jungs von der Bahn das auch so machen? Darf zumindest angezweifelt werden. Aber für mich in dem Game tatsächlich eine ganz gute Lösung, um sich einfach ebene Flächen zu schaffen. So, jetzt keinen Scheiß machen. Das kommt alles wieder weg. So. Also bis hierhin müsste ich ungefähr gehen können. Schauen wir mal, ob das was wird. Oberleitung kommt weg. Jetzt kriege ich ein Problem. Ah, okay. Ziehen wir uns einfach hier nochmal schnell ein Gleis hin. Dann circa bis hier, oder? Oder war das schon wieder zu weit? Na, passt. Passt. Jetzt sogar noch minimal rausziehen, damit ich das einfach schön mit der Straße zusammenführen kann. Ja, das war jetzt wahrscheinlich schon wieder ein kleines Stück zu weit. Wobei, das passt schon. Dann legen wir die Straße auch einfach noch ein Stückchen weiter raus und dann ist das schon okay. Ja, sehr schön. Okay, cool. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Und es gibt ja auch
gemoddete Bahnhöfe, die einfach ein bisschen ja, breiter sind und halt auch so Durchgangsschienen haben. Muss ich mal schauen, vielleicht finde ich noch irgendwas, was hier ein bisschen besser reinpasst. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das schon ganz gut. Mal schauen, dass das hier in der Waagerechten ist. Dann schließen wir das wieder an. Okay, müssen wir den nochmal wegreißen. Ein bisschen ärgerlich. Oh. Oh. Muss ich jetzt echt alle nochmal wegreißen. Das ist ja ein bisschen nervig. Okay, jetzt geht's aber. Schön, so fügt sich das zusammen. Okay, dann würde ich sagen, ja, dann muss ich das Ding einfach nochmal verlängern. Das mache ich jetzt gerade mal kurz. So, erledigt. Die Portalkräne stehen auch wieder und mir ist gerade eben was aufgefallen, die machen ja überhaupt keinen Sinn so. Also zumindest nicht vom Verladen auf Straße und Schiene und umgekehrt, sondern also ich kann ja hier nur von einem Gleis aufs andere Container setzen. Hm? Gefällt mir natürlich nur bedingt, ist jetzt nicht ganz so ideal. Optisch passt das schon, also vielleicht lasse ich es ja auch einfach so stehen, das ist schon in Ordnung. Aber eigentlich dürfte hier nur eine Schiene sein und dann quasi daneben halt irgendwie, das müsste man dann mit Teertextur vielleicht einfach anpinseln und dann passt das schon. Naja, aber wie gesagt, optisch ist das schon okay, kann man schon so stehen lassen. Dann reißt man den Scheiß hier wieder weg. Das hier gerade noch ein bisschen anpassen. Und dann ist das schon in Ordnung. Dann möchte ich im nächsten Arbeitsschritt auf jeden Fall hier die Textur schon mal in dem Rangierbahnhofsbereich mit Gravel ersetzen. So, den Rest mache ich dann einfach bei Gelegenheit. So, dann suchen wir uns mal das Texturwerkzeug. Und dann pinsel ich das hier mal alles schön an. Gut, das kann sich doch fürs Erste sehen lassen. Hier und da habe ich ein bisschen gepatzt und ein bisschen gekleckert, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das schon ganz gut. Langsam wird's. Hier habe ich auch schon direkt überall Depots hingepflanzt. Hier fehlen sie noch, okay. Ja, auch perfekt. Genau so wollte ich das haben. Und dann würde ich sagen, packen wir auch direkt mal ein paar Fake Trains auf die Strecke. Einfach nur, um mal so eine Idee zu kriegen. Ich habe halt noch nicht so wahnsinnig viele Waggons verfügbar. Ich könnte natürlich jetzt die Mod verwenden, die mir alles schon ganz am Anfang verfügbar macht. Aber irgendwie auf der Anlage möchte ich es eigentlich nicht machen. Das soll einfach schön im Laufe der Zeit wachsen. Und ich will ja auch noch ein paar Sachen haben, über die ich mich freuen kann. Okay, dann machen wir hier mal vielleicht eine Reihe mit Güterwägen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gibt es die hier auch als Fake-Wagen? Sieht nicht so aus. Ich muss einfach ein bisschen auf die Kohle achten. So. Das hilft alles nichts. Verbandwagen. Pack mal von denen noch ein paar dazu, oder? Naja, wobei, wir haben hier so einen großen Rangierbereich, dann würde ich sagen, bleiben die Kisten quasi thematisch zusammen. Also hier haben wir jetzt so diese Reihen Güterwägen, dann gibt es eine Reihe mit Tankwägen und so weiter und so fort. Jetzt kann ich denen natürlich keine Linie zuweisen. Okay, hat aber auch keine Eile, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, denn eins wollte ich jetzt auch noch ausprobieren. Jetzt haben wir ja hier schon den Bahnhof gesetzt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das dann kommt, wenn hier einfach ein kleiner Rangierzug hin und her fährt.
braucht ja vielleicht noch einen Wegpunkt irgendwo. Ich schätze mal nicht. Aber die Linie taucht noch nicht auf. Das heißt, hier stimmt noch irgendwas nicht. Achso, der kommt ja gar nicht rüber. Okay. Müssen wir hier noch irgendwo eine Weiche setzen? Oh, passt schon. Bis hierhin können wir die Oberleitung rück... Naja, wobei es sieht ja auch kacke aus. Die endet hier einfach in der Luft. Oh boy. Dann nehmen wir ihm hier den Strom einfach wieder weg. Das geht natürlich nicht so. Okay. Erstmal bis hierhin. So passt das schon. Okay. Dann wo haben wir denn. Da kann man einfach irgendein Depot verwenden. Das müsste doch eigentlich passen, wenn wir das hier nehmen. Dann schauen wir mal. Ja, die hier natürlich, die V100. Ganz hervorragend. Und was nehmen wir denn für Waggons? Ja, da haben wir sogar zwei verschiedene Optionen. Dann nehmen wir hiervon mal ein paar. Und hiervon noch ein paar. Und schauen uns das Ganze einmal. Oh! Ab auf die Rangierlinie. Machen wir jetzt den Scheiß einfach mal aus hier. Bisschen vorlaufen lassen. Wieso fährt der eigentlich nur 20 km/h? Also finde ich ja super, weil für den Rangierverkehr natürlich perfekt. Ist der einfach so schwer? Kann es sein, dass da jetzt so viele Wägen dranhängen? Ein bisschen über 1000 PS ist jetzt natürlich auch nicht so der Burner. Okay, jetzt wird er ein bisschen schneller. Aber das ist ja genau das Richtige. Also der soll ja hier auch nicht mit 100 Sachen durchrauschen, sondern einfach schön gemütlich hin und her tuckern. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass hier alles mit Zügen vollsteht, ich glaube, dann kommt das schon ganz gut so. Doch, doch, gefällt mir gut. Okay. Pass Obacht, dann machen wir noch Folgendes. Ich pflaster hier alles mal ein bisschen weiter voll mit so Fake Trains und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wenn hier ein bisschen mehr Leben in der Bude ist. Ich glaube, das kommt dann schon ganz gut. So, dann füllt sich das Ganze langsam mit Leben hier. Ah, ich glaube, das wird echt ganz hübsch aussehen. Mir natürlich auch noch gut gefallen würde, wenn ich hier irgendwo in diesem Bereich auch noch einen Zug reinführen könnte, so einen kleinen Rangierzug. Muss ich mal schauen, ob ich hier vielleicht nicht nochmal irgendwas umbaue oder den einfach verlängere und hier noch einen Bahnhof hinklebe. Oder wie gesagt, vielleicht entdecke ich ja noch irgendwas Brauchbares im Workshop. Ja, es füllt sich mit Leben. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Ich habe bislang zumindest also von der Dimension her das größte Projekt. Jetzt nicht unbedingt das zeitintensivste, obwohl ich da jetzt schon, naja, insgesamt schon deutlich über eine Stunde dran sitze. Aber von der Größe her ist es tatsächlich bislang das größte, was ich gebaut habe. Okay, können wir schon mal den ersten anhalten. Ja, ist auf jeden Fall groß genug, dieses ganze Ding. Okay, also ich bringe die Dinger mal gerade noch in Position und dann können wir uns abschließend einfach nochmal einen Blick gönnen, wie das Ganze dann final aussehen wird. So, dala, hab mal ein bisschen eingeparkt hier und rumrangiert und ich finde, das kann sich echt sehen lassen fürs Erste. Perfekt ist natürlich noch nicht und es fehlt noch ein bisschen Detailarbeit.
Man muss hier dieses ganze Ding halt einfach noch ein bisschen ausbessern mit dem Geländetool, die Straße mal irgendwo noch anschließen. Mal schauen, ein paar von diesen Funk-Fernsprechhäuschen kommen auf jeden Fall noch hin. Ein paar Bäume muss ich natürlich noch pflanzen. Hier und da einfach ein bisschen nacharbeiten. Hier die Signale habe ich jetzt einfach mal nur temporär gesetzt, damit mir hier die Züge nicht rumzicken. Und da muss ich tatsächlich nochmal im Workshop nachschauen. Also ich weiß, dass es diese Zwergsignale gibt. Ich hoffe, die haben auch eine Funktion. Aber die würden hier natürlich am meisten Sinn ergeben. Also ich gehe mal davon aus, dass in so großen Rangierbahnhäfen, da werden die nicht überall so ein ganzes Signal hinbauen, sondern halt mit den kleinen Dingern arbeiten. Und hier vorne quasi am Nadelöhr, das überlege ich mir nochmal. Da setze ich die Signale wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen um. So. Und ansonsten, was so die insgesamt... halt die Gleisbelegung und quasi die Zugzusammenstellungen angeht, da schaue ich mir einfach noch mal ein paar Bildchen an von echten Rangierbahnhöfen, damit das Ganze dann auch irgendwie Sinn ergibt. Gut, dann soll es das erstmal gewesen sein mit diesem Bauprojekt. Ich denke, den Rest mache ich dann außerhalb der Aufnahme und dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Freut mich natürlich immer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschalten würdet. Bis dahin, macht's gut und adieu.